Gut, wir werden jetzt mal nach dem Gesandten schauen, wo die dran sind. Das müsste hier unten irgendwo sein. Oh Mann, ist das geil. Wir haben den Drachen besiegt. Aber dass wir den Kagontit besiegt haben, davon wusste ich jetzt nichts. Weil der ist ja eigentlich jetzt nicht im Klaren, in demselben Sinne gestorben wie Mulamir. Und ich denke, wie es aus dem Gespräch rauszuhören war, das sind doch Brüder, oder? Gew also gewesen. Der eine ist ja tot. Oder die beiden jetzt in dem Fall auch. War es da auch nicht viel an, ne? Hier vorne muss das irgendwo sein jetzt. Oh ja. Hallo, Es ist schön, euch zu sehen, Fünfkralle. Wir sind gerade erst zurückgekehrt und ich habe der Königin noch nicht Bericht erstattet. Kamira, geht es gut, oder? Wir haben gesehen, wie sich die Monde bewegten und die Mondfinsternis endete, aber wir haben nicht gehört, was geschah, nachdem ihr das Mondtor betreten hattet. Natürlich, Kamira, geht es gut. Sie hat mich auch geschickt, um rauszufinden, wie es bei euch so ist. Nachdem mich dieser Drachen-Odem erwischt hatte, kümmerte sich Samarak um meine Wunden und übernahm den Befehl über die Soldaten, die den oberen Kamm schützten. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ich während der Geschehnisse, die darauf folgten, immer wieder das Bewusstsein verlor. Gar kein Problem, mein Freund. Das heißt, du weißt nicht, wie die Schlacht geendet hat. Ich weiß, dass ich noch am Leben und dankbar dafür bin, wieder in Krempen zu sein. Es ist ein Wunder, Dank sei den Monden, dass die Stadt wieder frei ist. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich am Mondtor geschah, müsst ihr Samarak und Präfekt Kalo fragen. Braucht ihr Heilung wegen euren Verletzungen? Es gibt einige unter den Truppen, die Heiler dringender brauchen als ich. Aber vielleicht werden ein paar Stunden in den schmerzlindernden Quellen meine Kräfte wiederherstellen. Das werde ich auch brauchen. Ich habe noch mehr als genug vor mir, Kamira dabei zu helfen, Anekina zu altem Ruhm zurückzuführen. Natürlich, natürlich. So, als nächstes würde ich mal sagen, gehen wir zu Zamarak. Samarak freut sich, euch zu sehen, Freund. Nachdem die Drachen durchs Mondtor gegangen waren und ihr ihnen gefolgt seid, machte dieser sich Sorgen, dass alles verloren wäre. Doch dann haben sich die Monde getrennt und plötzlich schien alles wieder im Lot zu sein. Ja, das ist gut. Ja, das ist auch wahr. Ja, Kamera hat mich geschickt, rauszufinden, wie es dir geht. Genau das, was man erwarten würde. Wir hielten die Stellung gegen die anstürmenden eurachsischen Soldaten und ihre Nekromanten. Die Drachen wehrten wir ab, so gut wir nur konnten. Dieser ließ den Wüstenwind durch seine Glieder und Krallen strömen, während unsere Soldaten sich an seiner Seite sammelten. Also habt ihr die eurachsischen Soldaten besiegt, oder was? Gemeinsam mit der kharjitischen Miliz und den Cygnus-Freischärlern haben wir sie abgewehrt. Als sich die Monde trennten, brachen die eurachsischen Truppen ihren Angriff ab und verstreuten sich in alle Winde. Die Überbleibsel werden lästig sein, aber keine Bedrohung für das Königreich darstellen. Cool, und was ist mit den Drachen? Samarak weiß es nicht mit Sicherheit. Wir mussten uns vor allem eurachsischen Truppen auf dem oberen Kamm stellen. Präfekt Kalo befehligte die Ballisten. Daher kann er euch mehr dazu sagen. Dieser weiß aber, dass die Drachen wütend brüllten und davonflogen, als die Monde sich trennten. Das ist ja einerseits mal gut. Was macht ihr jetzt? Samarak hofft, als Königin Kamiras Kralle zu dienen und den Thron zu verteidigen, so wie man es ihm beigebracht hat. Falls sie ihn nicht haben will, hat Gareshri viele Pläne, um das Leben in Elsweyr zu verbessern. Dieser wird gern dabei helfen, wie auch immer er kann. Das hört sich doch alles ganz gut an. So. Was haben wir noch hier? Präfekt Kalu? Oh, ihr seid es. Schön, euch unter den Lebenden zu sehen.
Ich schätze, ihr wart daran beteiligt, dass die Monde sich doch noch voneinander gelöst haben, oder? Oh, Augenblick ja. noch, ich muss meinen Bericht abschließen. Mir ist klar geworden, dass es am besten ist, wenn man alles aufschreibt, solange es noch ganz frisch ist. Da hast du recht. Da ist es, was mich hierher gebracht hat. Kamira will wissen, ob es dir gut geht. Es steht alles in meinem Bericht. Unsere Truppen haben ihre Stellung gehalten und tapfer gekämpft. Wir haben viele gute Soldaten verloren. Khajiit wie kaiserliche. Aber wir haben auch unsere Pflicht getan. Wir schlachteten die oraxischen Soldaten dutzendweise ab und hielten die Drachen in Schach, bis die Monde sich trennten. Und das Ende der Mondfinsternis war von Bedeutung, oder? Es war entscheidend für unser Überleben. Als sich die Monde trennten, scherten die Drachen aus. Sie schienen ihren Antrieb zu verlieren, ihr Ziel. Sie stellten den Angriff ein und flogen davon. Und nicht einen Augenblick zu früh. Wir hatten unsere ganze Kraft und sämtliche Munition aufgebraucht. Und was haben die oraxischen Truppen getan? Diejenigen, die Samaraks Ansturm überlebten, verloren das bisschen Mut, das ihnen noch geblieben war, seit die Drachen das Schlachtfeld verlassen hatten. Sie stoben auseinander wie die Sandschaben und liefen in alle Richtungen davon. Ich bezweifle, dass sie der Miliz jetzt noch viel Ärger machen werden. Und was werdet ihr jetzt machen? Wir haben immer noch eine Menge Arbeit vor uns, um die Narben zu heilen, die Oraxia und ihre Söldner hinterlassen haben. Ich werde unsere Dienste Königin Kamira und Fürst Gareshri anbieten. Sie können uns dort einsetzen, wo unsere Hilfe am wirksamsten ist. Also werdet ihr weiterhin bei der Verteidigung von Elsweyr helfen? Wenn wir das für sie tun sollen? Doch die Signus Freischärler sind vor allem Pioniere, Späher und Ausbilder. Wir haben einem Königreich viel mehr als Klingen und Schilde zu bieten, wenn es wieder aufgebaut werden soll. Das war unsere ursprüngliche Mission, Elsweyr zu helfen. Das haben wir doch gut gemacht, ne? Alles klar, dann gehen wir mal wieder zurück zum Palast. Wir haben ja jetzt hier eigentlich in Elsweyr, also im nördlichen Elsweyr, so viel wie möglich gemacht, ne? Das sind alles Missionen, die noch in andere Städte gehen. Und jetzt haben wir da noch, neben diesem hier, haben wir noch das südliche Elsweyr. Da sind auch noch ein paar Quests. Und die müssen wir auch noch machen. Aber das werde ich irgendwie anders regeln. So. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Außenseiter, diese muss mit euch sprechen. Was? Diese hätte nie gedacht, dass sie je wieder einen Fuß in die Hauptstadt von Anikina setzen würde. Sie hoffte zwar, dass die Miliz Erfolg hat, doch sie hat nicht geglaubt, dass sie gegen die Usurpator-Königin bestehen kann. Kashia hat erfahren, dass ihr eine bedeutende Rolle bei diesen Ereignissen spieltet, ja? Ja, natürlich. Geholfen, Oraxia zu stürzen, den Verräter zu besiegen und die Drachen auf der Ebene von Jode aufzuhalten. Solche Wunder, die ihr vollbracht habt, um das gesegnete Antlitz von Jode berührt zu haben, diese ist voller Ehrfurcht. Doch trotz allem hat die Mähne diese geschickt, um zu bestimmen, was als nächstes geschieht. Wo ist Fürst Gareshri, der Sprecher der Mähne? Ja, Gareshri ist auch zurückgekehrt, der will nur die Heiler aufsuchen. Was meint ihr damit, was als nächstes geschieht? Die Heiler? Diese hofft, der Sprecher wurde nicht zu schwer verwundet. Ach, der kann das ab. Was eure Frage angeht, wir müssen die Erbfolge für Anikina klären. Kashia muss feststellen, ob Kamira die rechtmäßige Thronerbin ist und wenn ja, ihren Anspruch anerkennen. Ja, also sie ist die einzige überlebende Tochter von König Hemakar. Macht sie das nicht zur Königin? Sicher, aber jeder könnte so eine Behauptung aufstellen. Damit die Khajiit sie akzeptieren, muss sie von der Mähne anerkannt werden. Wo Gareshri nun unpässlich ist, würdet ihr dann an Kamiras Seite stehen und für ihre Abstammung bürgen? Falls ja,
Dann sagt ihr bitte, dass diese bereit ist, sie zu treffen. Natürlich mache ich. Bevor ihr an Kamiras Seite zurückkehrt, bittet diese noch um einen weiteren Gefallen. Die Mähne hat Kashia einen versiegelten Brief für Abnortan gegeben, doch er weigert sich, sie zu treffen. Soweit ihr bekannt ist, verbindet ihn und euch ein besonderes Band. Vielleicht könntet ihr den Brief überbringen? Natürlich werde ich machen. Die Einzelheiten gehen nur Tarn etwas an, aber diese glaubt, dass es um die künstliche Mondfinsternis und ihre Auswirkungen auf die kajitische Gesellschaft geht. Die Monde haben große Wirkung auf die Kajit, die unter ihnen geboren wurden. Was heißt das für jene, die während dieser Mondfinsternis das Licht der Welt erblickten? Wie die Mondfinsternis? Ich stehe gerade etwas aus dem Schlauch. Was auch während der Mondfinsternis geschehen sein mag, Ione und Jode haben sich vereint. Wenn dies natürlich geschieht, kann jemand, der dann geboren wird, die nächste Mähne werden. Doch bei einer falschen Mondfinsternis, die Nachfolge wird zur ungeklärten Frage. Die Mähne hofft, dass Tarn die arkanen Implikationen darlegen kann. Und wieso ist die Mähne nicht persönlich gekommen, um Kamira zu krönen? Die Mähne kann nicht immer überall zugleich sein. Dafür gibt es den Sprecher und die Gesandten. Fürs Erste gehört Anikina nicht zu den Pflichten der Mähne. Doch wisset, dass das Herz der Mähne überall in Altzweier ist. Nun übergebt bitte Abnotarn den Brief. Natürlich. Wo ist er? Ist der hier unten oder da oben? Der ist oben im Palast. Okay, alles klar. Ja, die Gesandte ist da. Gut. Bin ich doch mal gespannt, wie Abnotarn das alles aufnehmen wird. Und wenn wir jetzt bürgen. Abnur, ihr müsst einfach für die Zeremonie bleiben. Es begibt sich ja nicht jeden Tag, dass man eine liebreizende Katze mit Krone sieht. Unsinn! Und nennt mich nicht Abnur. Außerdem glaube ich, dass ich Kamiras Gastfreundschaft bereits überstrapaziert habe. Wieso? Ihr und Cadwell, ihr beiden könnt mich einfach nicht in Ruhe lassen. Nö. Niemand hätte merken sollen, wie ich aus Krempen verschwinde. Natürlich ist insgesamt kaum etwas nach Plan verlaufen, seit die Grollsteintafeln mich auf diesen Weg geschickt haben. Ihr geht also, oder was? Ich bin weder gefühlsduselig noch versessen auf Pomp und Getöse. Meine Zeit in Elsweier hat mir aufgezeigt, dass ich Grenzen habe. Ich bin nicht mehr der Kampfmagier meiner jüngeren Tage. Außerdem hasse ich Feierlichkeiten. Geplauder, Ansprachen, Schnittchen. Völlig unerträglich. Also wollt ihr nicht dabei sein, wenn Kamira zur Königin wird? Ich habe selbst miterlebt, wie eine bemerkenswerte junge Frau zu einer echten Anführerin wurde. Sie ist bereits eine Königin. Alles andere ist nur rein zeremoniell. Ich habe hier schon zu lange ausgeharrt. Ihr wart eine mehr als fähige Reisebegleitung. Ich werde mich bei Gelegenheit vielleicht wieder an euch wenden. Kannst du gerne machen, ja. Bevor du gehst, habe ich noch einen Brief hier. Er kommt von der Mähne. Eine spannende Frage. Stehen Kajit, die unter einer erzwungenen Mondfinsternis geboren werden, in der Nachfolge der Mähne? Doch dieser andere Teil hier bestätigt meine Vermutungen. Ich muss sofort nach Pelitine reisen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, lebt wohl. Jo, viel Glück. Wir haben viel geschafft. Doch ich fürchte, wir haben Karl Grontit nicht zum letzten Mal gesehen. Ich muss Berichten nachgehen, die aus dem Süden kommen. Ihr aber habt eine Königin zu krönen. Nehmt Cadwell mit und sorgt dafür, dass er sich benimmt. Und sagt Kamira, dass sie sich bewundernswert geschlagen hat. Also meint ihr, Karl Grontit ist immer eine Bedrohung für uns? Wir haben keine Leiche gesehen und es gibt keinen Grund zu denken, dass Karl Grontit nicht genauso Jode entkommen konnte, wie wir es taten.
Er hatte schließlich eine bemerkenswerte Menge an Energie aufgesaugt, als die Monde ausgerichtet waren. Ich werde nach euch schicken, falls und wenn mein Verdacht sich erhärtet. Alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal rein. Ich versichere euch, Kashia, dass meine Wunden gut verheilen. Nichtsdestotrotz hat diese den Fremdländer gebeten, hinter Kamira zu stehen. Sollte sie sich entscheiden, den Segen der Mähne zu geben. Kamira ist noch hier unten, was? Wirklich? Ah, da ist sie. Hallo. Garashiri hat mir gesagt, dass ihr sie gefunden habt. Er hat mich auf den neuesten Stand gebracht, was die Schlacht am Mondtor angeht. Drachen und Nekromanten verstehe ich. Aber Politik und Krönungen? Ah, da kriege ich Knoten im Schwanz. Und die Amtsgewänder, die zwicken. Ihr Monde, ich vermisse meine Lederkluft. Zweifelt ihr etwa daran, Königin zu werden? Ich denke viel nach und zweifle auch. Doch ich weiß, was ich zu tun habe. Wie Anekina und meine anderen Ahnen vor mir, muss ich standhaft bleiben und meine Verantwortung voller Bescheidenheit und Anmut übernehmen, sofern die Gesandte der Mähne meinen Anspruch auf den Thron bestätigt. Glaubt die Gesandte etwa nicht, dass ihr die Tochter von König Himakar seid? Die Frau ist undurchschaubar. Ich glaube, sie will mich einfach nur leiden sehen, ehe sie nachgibt und mir die Krone auf den Kopf setzt. Doch bevor die ganze Bürde des Königreichs auf meinen Schultern lastet, will ich euch noch etwas sagen. Natürlich, was denn? Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich alles zu schätzen weiß, was ihr für Elsweyr getan habt. Und für mich. Ich glaube nicht, dass wir ohne eure Hilfe überlebt hätten. Jetzt verstehe ich, warum der Gesandte darum gebeten hat, dass ihr bei der Zeremonie hinter mir steht. Seid ihr bereit, mein Freund? Joa, ich bin sowas von bereit. Gut, gehen wir. Kätzchen, komm. Folgt dem Whiskers. Auf. Oh. Hallo, Garishri. Die Heiler haben wahre Wunder bewirkt, mein Freund. Ich fühle mich fast schon wie mein altes Selbst. Ich werde Kamiras Anspruch sichern. Bleibt ihr nur an ihrer Seite und unterstützt sie. Sie schätzt eure Gegenwart. Genau wie ich. Doch wo ist Kamira? Ich hätte gedacht, dass ihr sie herbringt. Ja, sie ist bereit. Wir können die Krönung beginnen. Wer wird Kamira als Tochter König Himakars und rechtmäßige Erbin des Throns von Anekina bestätigen? Ich, als ihr Ziehvater in all diesen Jahren und als Sprecher der Mähne. Kamira ist die rechtmäßige Erbin. Tretet vor, Tochter von Himakar und Numara. Tretet vor, Tochter von Anekina. Kamira, nehmt ihr die Pflichten des Throns an? Werdet ihr dieses Königreich führen und sein Volk beschützen? Das tue und werde ich. So wisset denn, dass die Mähne euren Anspruch annimmt und anerkennt. Ein Hoch auf Kamira, Königin von Anekina. Ich verspreche, unserem Volk zu dienen und ich danke allen, die mir halfen, unsere jüngsten Siege zu erringen. Zu guter Letzt gibt es noch jemanden, den ich ehren möchte. Jemanden, dessen Unterstützung in dieser Sache beispiellos und von unschätzbarem Wert war. Fünfkralle, mein Kamerad und Freund, bitte, tretet an den Thron heran. Hallo? Ja? So? Oder so?
Oder so? Hä? Hier? Nein? Ich stehe doch hier. Tretet an den Thron heran. So? Tapfere Fünfkralle, ich werde dafür Sorge tragen, dass unser Volk eure Taten besingen wird. Eine Generation wird der nächsten davon erzählen. So wie Kunsari zur Legende wurde, werdet auch ihr eine werden. Ich muss definitiv mal das einschalten. Tapfere Fünfkralle, ich werde dafür Sorge tragen, dass unser Volk eure Taten besingen wird. Eine Generation wird der nächsten davon erzählen. So wie Kunsari zur Legende wurde, werdet auch ihr eine werden. Ich weiß echt nicht, was ich da sagen soll. Dann sagt nichts, mein Freund. Wisset einfach, dass ihr geholfen habt, mein Heimatland von der Tyrannei zu befreien. Ihr habt geholfen, meine Eltern zu rächen. Ihr habt uns vor Drachen und Untoten gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Ich werde das niemals vergessen. Und was machen wir jetzt? Ihr seid aufgetaucht, als Elsweyr euch am dringendsten brauchte. In unserer größten Not habt ihr geholfen, unser Land wieder aufleben zu lassen. Ihr werdet hier immer einen Platz haben, mein Freund. Und ich will, dass ihr die größte Ehrung empfangt, die ich zu bieten habe. Ich ernenne euch zum Champion von Anekina. Wow, okay. Das hätte ich nicht erwartet, aber cool. Gut. Es gibt immer noch Drachen zu töten und euraxische Soldaten zu erledigen. Aber jetzt ist es Zeit zum Feiern. Nehmt euch ein paar Augenblicke und sprecht mit unseren Freunden. Genießt es, Champion. Ihr habt euch das verdient. Oh ja. Also, was macht genau so eine Königin? Nur das, was man erwarten würde. Ich höre mir Probleme an und versuche Lösungen zu finden. Ich schätze, ich muss mich irgendwann mit unseren Verbündeten im Dominion absprechen. Und es gibt immer noch einzelne Drachen und euraxische Deserteure, die es zu erledigen gilt. Also, das Übliche. Okay. Gut. Dann denke ich mal, eure Tage als Agentin der Mähne liegen jetzt hinter euch, oder? Es ist Zeit für ein anderes Abenteuer, Fünfkralle. Ich muss mein Volk anführen und die Erinnerungen an die Usurpator-Königin auslöschen. Möge ihr Name aus unserer Geschichte getilgt werden. Natürlich finde ich vielleicht auch mal Zeit, mich davonzustehlen und die eine oder andere Ruine zu erkunden. Zumindest hin und wieder. Mach das. Lebt wohl. Ja. Und ein Hoch auf Fünfkralle, den ich zum Champion von Anekina ernenne. Ja. Kätzchen. Der Mondpriester ist aber groß. Der ist richtig groß. So, das war's eigentlich jetzt hier mit Elsweyr. Wir gehen mal raus. Ach ja, ja, das war's hier. Was soll ich da sagen? Wir haben es geschafft. Wir haben
Hui. Hier besser. So. Wir haben jetzt hier alles gemacht, was wir nur machen konnten. Wir haben jetzt hier die ganzen Missionen gemacht in Elsweyr und haben die Geschichte hier vom nördlichen Elsweyr abgeschlossen. Und das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist das südliche Elsweyr und diese Bosskämpfe hier. Ich lasse die jetzt mal einfach offen, so wie sie sind. Wir müssen hier noch diese Fragmente sammeln. Das lasse ich jetzt auch mal offen stehen. Als nächstes steht natürlich an das südliche Elsweyr. Und ich muss noch irgendwann das andere Ding spielen. Das Mondfreudenhaus. Und wir haben hier jetzt auch noch eine Reihe an Quests, die wir machen müssen. Das, glaube ich, sind auch nicht die einzigen, die wir da zu machen haben. Und ich würde auch mal sagen, das machen wir auch noch, aber nicht mehr heute. Heute war es das jetzt. Wir werden noch einen neuen Charakter erstellen müssen, weil ich würde gerne die Missionen alle mit einem Magier machen, weil dadurch machen wir mehr Schaden und das trägt auch viel dazu bei, die Missionen schneller zu machen. Weil aktuell sind wir etwas langsam gewesen mit dem Tank, aber den Tank, den würde ich gerne beibehalten für Kämpfe gegen in den Verliesen und sowas, weil wir damit wahrscheinlich schneller einen Platz kriegen. Und ja, ich denke, das war's dann für mich für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, was normalerweise morgen Abend sein wird. Und ja, dann danke. Ihr könnt noch ein Follow dalassen oder ein Abo. Dann bekommt ihr auch eine Mail, wenn ich das nächste Mal streame, respektive ihr seht, wenn ich ein neues Video hochlade auf YouTube. Und dann nochmals danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.